Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge bei Kettle und Kopf. Ja, ich habe mir kurzerhand entschlossen, ich fahre jetzt meinen Dünger mal zum Hof, entlade ihn mal ganz kurz und dann fahrt man zu Hände zurück. Ich lasse ungefähr die Hälfte drin, die Hälfte des Düngers, den Rest den Hof entladen. Mal schauen, ob ich jetzt dafür noch Saatgut bekommen könnte. Und das ist jetzt mein Verdacht, dass ich komplett voll gemacht habe und dadurch keinen Platz mehr für Saatgut. Das ist jetzt mein persönlicher Verdacht. Da und kurz gefunden. Und die fahren wir jetzt in unsere Scheune rein. Und dann Türen geht automatisch auf, ne? Das ist gut, ne? Wir haben eine volle Tonik hier. Wir dürfen nicht so schnell fahren. Oh, da wird aber eng hier. Ja, wir müssen gucken, dass wir nicht expandieren, ne? So. Entladen. Was wird hier nicht unterstützt? Bremse. Entladen. Da. Achso, Getreidelager, ne? Ne, Düngerlager links. Wie gesagt, ungefähr die Hälfte. Das wären ungefähr 750. Kilogramm. So. Fertig. So, beladen geht hier nicht, ne? Hier geht nur Getreide. Die einzelnen Boxen. Düngerlager, ja, haben wir. Aber sagt gut. Geht höchstens Dünge, Getreide. Okay. Wie gesagt, hier habe ich jetzt die Hälfte rausgenommen. Und der befürchtet. Festgefahren. Hinterhalten. Gut, mit Schwung. Oh. Wir fahren zurück. So, damit ich finde, mache ich ein bisschen einfacher, dass ich da noch nicht recht gefunden habe allgemein. Irgendwas gewesen. Bremse. Ich habe den Traktor ein bisschen leiser gemacht. Menü von. Es war anscheinend, ist es, das war hier die Hauptstraße, hier ist die unsere Virusanlage, das müsste unser Feld sein, der Lohne, hier im Ort ist schon heiß, Genossenschaft. Grunde ganz einfach zu fahren, aber wie gesagt, geradeaus und dann nachher so bis nachher. Nein, nein, nein. Unser KI-Fahrer bremst. Wahnsinn. Ich glaub's nicht. So, jetzt kann man ja sehen, tankmäßig ist es knapp 50%. Müsst ihr noch jetzt was reinkriegen. Entweder, ja, normalerweise sagt normalerweise. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, LS kenne ich jetzt so. Das gibt zwei Tanks. Kann ich beides auffüllen. Bestimmte Menge. Wenn das, kriege ich nur Dünger die Menge rein. Und dann nachher nochmal Saatgut. Das heißt,
kann nie komplett voll machen. Ne? Ich kann nie komplett die Dünger reinmachen. Ob hier das mit Absicht so gemacht wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Darum muss ich mir jetzt mal gucken. Überraschen lassen. Saatgut kriegen wir nur an Dings hier beim Ballgenossenschaft. Dann müssen wir die Karte wieder folgen machen. Ein bisschen zurechtfinden. BGH, das Feld müsste unter sein, also Feld 3. Schade, dass man die Feldnummer nicht sehen kann. Ne? Naja, gut. Ich denke mal hier ein paar Wochen. Dann finden wir uns hier auch zurecht. Schauen wir mal über Weihnachten. Jede Folge, denke ich mal, wird das besser. Und die Zeit rennt uns ja nicht mehr weg davon. Also heute haben wir den 1. April. Das ist eh alles Scherz, ne? Und bis zum 15. die Aussaat fertig kriegen. Ja. Und da werden wir schauen. Wir brücken die Zeit mit Schlafen halt, ne? Ist ja halt so. Bis wir das erste Mal anschauen, ob wir noch düngen können, ne? Also was fehlt. Garantiert was fehlt. Den zweiten Traktor, den wir gekauft haben, der beim Händler steht, da haben wir einen Düngerstreuer dazu nehmen, klein von hinten anhängen, auch ein Gewicht da vorne kaufen und einen Anhänger, wenn wir noch holen müssen, unser Getreide, da werden wir sehen, dass wir dann so schnell wie möglich Fläche zulegen, mal sehen. Vielleicht kaufe ich noch ein zweites Feld dazu. Stoppgefahren. Keiner gesehen. Auf jeden Fall. Ja, das ist. Die Händler oder keine Ahnung. Wie ist der Viehhändler? Das weiß ich. Das ist noch. Gute Erinnerung. Und den kürzesten Weg der KI, ne? Bevor darf keiner kommen. Ich wäre ja begeistert von als Bewohner, wenn er hier langfahren würde. Unnötigerweise die Hauptstraße links. Naja gut. Schild war ja keins gewesen, wenn ich fahren darf. Ne? Hier am Sportlerheim. Ja, am Ende aus. Sportlerin, genau. Da hat er erst überlegt, hat, Mensch, kannst du Saatgut verkaufen, ne? Theoretisch, ne? Aber die machen Platz, die Jungs. So, jetzt mal schauen, ob wir jetzt Dünger kriegen. Ich habe tatsächlich den 4. Advent vergessen. Mensch, Entschuldigung dafür. Können wir schauen. Ob wir jetzt auswählen können. Wo Dünger. Ich bin jetzt aber mächtig ratlos. Ja, das haben wir drinnen, wollen wir nicht haben. Dünger.
glaube, hier tun nur Saatgut. Dünger. Eigentlich nicht. Doch hier versuchen. Auch nichts. Speichern, Map wechseln, nee. Tutorials. Ja, genau. F1. Händler. Teammenü. Mitarbeiter. Kredite. Teileverkauf. BGH, Düngerankauf. Aber Saatgut finde ich jetzt keins. Düngerankauf. Genossenschaft, Saatgut, Körnergut. Bank. Tierhändler, Solo. Ja. Genossenschaft. Nicht hier. Da kann der nur. Das kann man den besten Bild nicht vorstellen, damit gönnen kann, ne? Fehlt noch was, ne? Oh, da fehlt noch was. Oh, jetzt sehe ich gerade, da fehlt noch die Saatgut-Einheit. Ich kann jetzt gucken. Oh, nee. Also Händler gucken, Händler. Ja, da oben alle kommen. Ich dachte, wir haben das Ding komplett gekauft. Da haben wir das Teil. 200 PS? Oh. Naja, gut. Wir fahren zum Händler. Na, da kann man auch keinen Saatgut kaufen, ne? Na, was brauche ich jetzt machen? Alt? Nee, streng. Händler, wo bist du? Ja. Da haben wir ihn. Wir kaufen jetzt ein Gerät. Ach, okay. So, C. Ne, C nicht. T. Und das machen wir wieder aus. N. Auf geht's, Junge. Na, keine Kollision. Gott sei Dank. Ja, das ist so, ne? Also. Kenne ich ja gar nicht, dafür hat man extra kaufen müssen. Naja. Jetzt kommen wir 180 PS, ganz schön an der
Leistungsgrenze. Dann mal schauen, ob wir damit zurechtkommen. Ich denke, Mensch. Ja. Aber du Schauer, das ist halt so, ne? Man lernt nie aus. Bei LS gibt es immer nur ganze Geräte. Also entweder oder. Nur Düngen und Gruppe und Düngen. Ja. Macht vielleicht. Ja. Das ist in meinen Augen ein bisschen sinnlos, ne? Weil wir hinterher doch die Aussaat machen müssen. Doppelte Arbeit. Na gut. Gut. Oh, Auto schon in der Straße. Naja, das Update kommt ja, ne? Hoffe jedenfalls. Und wenn nicht, geht's auch. Heute haben wir den 14. Ja, 15. Das ist der 15. schon. Knapp eine Woche. Ein Update müsste eigentlich dann kommen, wenn es zu Weihnachten kommen sollte. Nächste Woche. Und falls sie was verbocken und was verkehrt gemacht haben, was ja mal passieren könnte, dass dann doch wieder Fehler sich einschleichen, dann wäre es ganz gut, wenn sie das zwischen Montag machen würden. Dann haben wir noch 2 Tage Zeit, um einen Hotfix reinzubringen, ne? Falls es schief geht. So, dann Händler angekommen, dann werden wir uns gleich mal Folge beenden, ne? Das ist leider so schon wieder abgelaufen, die Zeit. Gute Show, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Tja. Morgen kaufen wir uns die Einheit dazu. Hoffentlich 30 PS dazu. Ansonsten braucht auch einen stärkeren Traktor. So, N aus und stehen. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, bis morgen. Und tschüss.